Herzlich willkommen zu diesem dritten Video in meiner Reihe zu Microsoft Office 365 OneDrive. Und jetzt geht es ums Verschieben und Kopieren von Dateien. Wir sind hier wieder in der Startansicht, in der Home-Ansicht von Office 365. Und wir wollen ja jetzt wieder im OneDrive arbeiten. Das heißt, ich gehe herum in OneDrive hinein. Ich will mir diese App und komme somit hier in diese Dateiansicht. Das ist hier das letzte, aus dem zweiten Video haben wir hier einen Ordner angelegt, Foto Südtirol und hier einige Dateien, die wir gerade verwendet haben. Und was ich jetzt machen möchte, ich möchte mir wieder einen Ordner anlegen und den nenne ich jetzt Foto Natur. Ich gehe auf Neu, du kannst dich erinnern, Neue Ordner, wähle hier Foto Natur aus, nicht Nature, sondern Natur, klicke auf Erstellen und es entsteht ein neuer Ordner. In dem Fall Foto Natur. Und mit diesem Ordner möchte man dann arbeiten. Und damit ich damit arbeiten kann, lade ich mir jetzt oder hole ich mir dann Fotos herein in mein OneDrive. Ich habe hier wieder bei Pixabay Fotos gefunden. Unter dieser Adresse hier. Und hier dieses Foto, die habe ich mir heruntergeladen unter dieser Adresse. Wie immer habe ich in die Beschreibung zu meinem Video auf YouTube wieder auch die Links hineingegeben, wo du diese Fotos herunterladen kannst. Du weißt ja, bei Pixabay sind sie gratis und man sollte die Pixabay-Lizenz eben beachten. Ja, also die habe ich jetzt heruntergeladen. Gehe jetzt dann wieder hier in diesen Tab hinein mit OneDrive. Wähle mir hier Hochladen aus. Ich möchte mir ja Dateien hochladen. Wähle Dateien aus. Wähle mir jetzt diese beiden Fotos hier aus. Klicke auf Öffnen. Und die Fotos werden heraufgeladen, je nachdem, wie schnell eben dann der entsprechende Internetanschluss ist und sie sind schon hier gelandet. Hier hast du sie, Flower und Cereals. Man könnte sie sich anschauen, wenn ich jetzt hier draufklicke. Wieder dargestellt, hier 9 von 39. Du siehst, ich habe hier in diesem Hauptverzeichnis hier 39 Dateien drinnen. Mache wieder ein X. Das haben wir das letzte Mal eh schon besprochen. Ich möchte jetzt diese Datei hier verschieben, nämlich in diesem Foto Natur. Ich wähle sie hier aus, drücke hier drauf. Rechte Maustaste und wähle Verschieben nach. Dann werde ich gefragt, in welchen Ordner ich sie verschieben möchte. Hier siehst du nochmal den Dateinamen. Klick hier auf OneDrive, wähle mir den Ordner aus. Und in dem Fall wähle ich hier natürlich Foto Natur aus, den ich vorhin gerade angelegt habe. Und wähle jetzt hierhin Verschieben. Und du siehst, diese Datei ist hier verschwunden. Wenn ich jetzt hier hineingehe, ist sie hier gelandet. Das heißt, verschieben bedeutet, dass an der Stelle, wo sie war, wird es an eine andere Stelle verschoben. Ich gehe jetzt wieder zurück in diese Ansicht. Habe hier diese Datei und diese Datei möchte ich jetzt aber kopieren. Und kopieren bedeutet, dass sie hier bleibt, aber auch zusätzlich dann da herinnen landet. Ich wähle wieder hier aus, gehe hierher und wähle jetzt nicht verschieben nach, sondern kopieren nach. Dann wähle ich mir wieder OneDrive aus als Ziel. Wähle mir hier Foto Natur aus. Und klicke jetzt hierhin kopieren. Ja, die Datei bleibt hier erhalten. Auch hier mal das Hackerl weg. Sie bleibt hier erhalten. Gehe jetzt hier hinein. Und hier habe ich jetzt diese beiden Dateien, diese beiden Fotos habe ich mir dementsprechend drinnen und könnte sie mir auch wieder ansehen. Ich klicke wieder hier anschauen, klicke mir hinein. Hier habe ich jetzt ja nur zwei Dateien drinnen, deswegen eins von zwei. Klicke auf Weiter, habe sie hier. Ja, wenn ich es mir genug betrachtet habe, kann ich wieder X machen. Ja, wenn ich jetzt aber dokumentieren möchte, dass ich, was ich hier zum Beispiel gearbeitet habe, wenn ich das jemand anderen zum Beispiel zeigen möchte, dann habe ich die Möglichkeit, hier mir eine Art Tätigkeitsbericht dann darstellen zu lassen. Das kann ich ganz einfach machen. Wenn ich hier nämlich auf Details gehe, sehe ich hier, was ich in diesen Ordner zum Beispiel gemacht habe. Da steht dann hier aus Dokuments verschoben und ich habe diesen Ordner Natur gemacht. Was nicht erwähnt wird hier in diesem Zusammenhang ist, dass ich hier etwas hinein kopiert habe. Ja? Also zum Beispiel die Cerealien, die habe ich ja nur hineinkopiert und nicht verschoben. Gut, was ich jetzt mache ist folgendes. Ich mache mal einen Screenshot. Ich drücke bei mir auf meiner Tastatur auf die Drucktaste oder Print Screen-Taste. Dann macht ihr einen Bildschirm-Hardcopy. Das heißt, das, was am Bildschirm zu sehen ist, wird kopiert. Merkt es sich jetzt hoffentlich. Und ich werde mir jetzt hier mit Neu eine Word-Datei öffnen. Klicke auf Neu. Ich kann ja nicht nur Ordner erstellen, sondern auch eine Word-Datei. Klicke jetzt hier hinein und mache meine Word-Datei auf. Könnte jetzt hier einen Text schreiben. Was ich jetzt mache, ist, ich mache über Steuerungstaste V
könnte ich mir jetzt hier diesen Bildschirm-Hardcopy dann hereinholen. Und das Bild wird eingefügt, schreibt er hin. Ich habe hier zwei Monitore. Ich schneide das jetzt zu. Ich wähle mir das jetzt hier aus. Rechte Maustaste, wähle mir hier jetzt zuschneiden. Verschiebe jetzt diese Anfasser hier. Ja. Schneide mir das zu, dass dann praktisch dieser rechte Bereich hier dann sichtbar wird. Klicke auf Enter. Und er wird dann hoffentlich, wenn ich Enter gedrückt habe, das dann hier zuschneiden. Könnte hier auf Layout gehen, könnte mir die Ausrichtung verändern auf Querformat und kann dann hier das vergrößert darstellen. Wir werden gleich sehen, dass es genau der Bereich ist, den ich da vorhin hier quasi abfotografiert habe. Ja, wenn ich da jemand praktisch beweisen möchte, dass ich hier in einem Ordner was gemacht habe, könnte ich hierher gehen, überschreibe Dokument mit Rechenschaftsbericht. Rechenschaftsbericht. Schau, dass ich das natürlich jetzt hier richtig stelle, richtig tippe. Rechenschaftsbericht. Und habe dann eine Word-Datei mit einer Hardcopy erstellt. Du weißt, ich muss hier in Office 365 ja nicht speichern selber, sonst wird automatisch gespeichert. Mach den Tab zu. Und bin jetzt hier hineingegangen in Fotonatur, in diesen Ordner. Habe hier diese Datei. Und diese Datei könnte ich jetzt zum Beispiel dann herunterladen. Die wähle ich mir hier aus. Klicke hierher. Klicke auf Herunterladen und diese Word-Datei wird heruntergeladen auf meinen Rechner. Klicke auf Speichern. Sie wird heruntergeladen. Ich schaue mir sie jetzt in dem Ordner an, die Word-Datei. Wenn ich jetzt hier einen Doppelklick auf die Datei Rechenschaftsbericht mache, ich habe sie gerade heruntergeladen, öffne ich, wird Word geöffnet. Ich habe auch dann wirklich tatsächlich eine Word-Datei mit diesem Foto, das ich hier gerade erzeugt habe, mit dem ich gerade hier in Office 365 gearbeitet habe. Und könnte jemandem dann praktisch beweisen, dass ich hier heute gerade das gemacht habe. Ja, danke für deine Aufmerksamkeit und wir sehen uns sicherlich bei einem nächsten Video wieder. Bis zum nächsten Mal.